So. Gut. Waren das jetzt 5 Minuten? Ich glaube, das waren nur 3 Minuten oder so. Aber gut. Dann. Du bist auf Waldpatrouille, weil du ein Depp bist. Ja, wir beide. Hierher kommt keine Legion. Gut, warte, ich geh mal jetzt links rum. Aha. Hallo? Was ist das denn? Nach deinem Aquädukt. Ich suche nicht mehr nach meinem Aquädukt, da weiß ich, wo das ist. Ach ja. Römischer Abzug. Wieder falsche Taste. Ah. Wie, du hast gar nicht eingestellt, dass ich abspinnen muss. Kannst du nicht? Okay, gut zu wissen. Also dann werde ich das auf jeden Fall für das nächste Mal einstellen. Also ich wusste gar nicht, dass ich das einstellen muss. Weil normalerweise ist ja, also die Modder haben ja an sich alle Rechte, bis auf wenige. Ich weiß nicht, was die alles nicht dürfen. Na, hallo. Hier steckt da was in der Brust. So was ganz Kleines. Aber er hat damit gekämpft. Respekt. So, wieder bei voller Gesundheit, dann machen wir das Auge als nächstes. Ja, aber du hast es doch auch nicht, oder? Ja, ich glaub nicht. Also ich hab's nicht extra eingestellt. Weil ich nicht dran dachte, dass wir eine Abstimmung machen. Na du, Kleiner. Alter, sei mal leise hier. Oder was? Ich hab gerade. Ich hab gerade eigentlich E gedrückt, aber das zählt ja anscheinend nicht. Das war jetzt wieder auch knapp. Wie der weggeflogen ist. Ja. Das war schon fast ein Spartaner-Tritt.
Ja, okay. Okay, wieder eine Falle. Danke. Oder ich nehme die Falle. Ich gehe mal außen rum. Hab gehört, der Legion wäre auf dem Weg zum Aquädukt. Mal sehen, wie sie an den ganzen Bogenschützen da vorbeikommen wollen. Also bewachen wir diesen Pfad, um sicherzustellen, dass kein Römer vorbeischleicht. Wird sicher keine Armee durch den Wald wandern. Ich gehe zurück zum Aquädukt, um Bodica zu unterstützen. In Ordnung? Geht klar. Hallo, Römer. Ganz allein? Hm? Wo versteckt sich deine Legion? Ich ermalme dich! Ja! Ja! Stirb, Römer, stirb! Du wirst dennoch sterben! Okay. Oh! Ja, das war ein guter Schlag. Oh Mann. Ah, jetzt schrei doch nicht so. Du stirbst doch nur. Nein! Oh, ich hab schon wieder die falsche Taste gedrückt. Woher kommen die denn jetzt? Wahrscheinlich haben sie den Lärm gehört. Der Lucky Die, der ist ja ganz nackig hier von hinten. Nein, ich blocke immer ganz normal. Und wenn ich blocke, kann ich nicht wegrollen. Das weiß er aber. Du lebst noch. Ich dachte, das wäre jetzt der finale Schlag. Ja, das Schwert fliegt auch noch. Ah, sehr schön. Hier sind mehr von denen als erwartet. Ich mache mich besser auf zum Aquädukt. Das ist eine gute Idee. Okay. Hier lang! Ihre Legionen nähern sich! Stellt eure Bogenschützen an der Straße auf und schießt auf meinen Befehl! Ja, Herrin! Hier muss ein Weg nach oben sein. Für die von denen, dass sie aber auf Deutsch reden. Ugh.
Sind es die ganzen Arbeiter? Wahrscheinlich. Jungs. Neue Schriftrolle auf. Was ist denn das mit den Schriftrollen? Kann man das irgendwo sehen? Fähigkeiten. Ich kaufe jetzt einfach mal alles ein hier. Weil wir haben ja so viel Geld bekommen. Tomb Raider Flashbacks, ja, total. Achso, ja. Warte, 40.000 brauche ich dafür. Okay, Kapazität legendär, okay. Kampagne. Ah, Sammlerstücke. Musik. Ist auch schön. Schriftrollen. Das haben wir ganz am Anfang. Leontius. Ach, das war unser Vater, oder? Meine Zeit im Militär scheint nun eine in weiter Ferne. All diese ermüdeten Märsche durch verräterische Wälder, die Überlebenskämpfe inmitten wütender Wogen und gefährlicher Länder, die dich eher zu töten vermochten als eine ganze Horde von Barbaren. Doch nichts war so belebend wie die Verfolgung eines Feindes. Wird er noch entkommen oder den Mut fassen, um sich mir entgegenzustellen? Sobald sein letzter Atemzug getan ist, wartet schon der nächste Feind, bis die Erschöpfung mich übermannt. Diese Zeiten sind nun lang vorbei. Ich weiß, Marius wird seiner Zeit im Militär mit Stolz, Loyalität und der brutalen Stärke von Roms besten Soldaten begehen. Hä? Und jetzt Feuertaufe. Die 14. Legion. Ich sah den sterbenden Mann auf dem Schlachtfeld. Ich sah den sterbenden Mann auf dem Schlachtfeld. In seinen linken Arm hielt er etwas, wie eine Mutter ihr Kind halten mochte, würde. Er kroch auf mich zu und als er mich erreichte, überreichte er mir ein blutbeflecktes Banner. Es war übrigens auch, also der Bannerträger war in der Zenturie der drittwichtigste Mann. Also zuerst der Zenturio, dann der Optior. Also der Optior war der Vertreter vom Zenturio und dann der Fahnenträger. Was auch interessant ist, wenn die Flagge, also der Banner oder das Banner runtergefallen ist, hat die ganze Zenturie richtig krasse Strafe bekommen. Also das war nicht nur dass es ja einfach Schande gebracht hatte, sondern die wurden dann auch gezüchtigt. Das war heftig. Diese tapfere Tat sollte seine letzte sein. Ich band das Banner an das Pilum und hielt es hoch über meinen Kopf, sodass alle auf dem Schlachtfeld verbliebenen Soldaten es sehen konnten. Mit dem Banner fassten sie neuen Mut, neuen Glauben und neue Stärke, um den Feind vom Schlachtfeld zu fegen. Es wurde auch oft belegt, dass wenn die Legion verloren hat oder zum Scheitern verurteilt war, sag ich mal, und dann der Legionsadler an die Front gebracht wurden, haben sich die Legionäre in so eine Art Blutrausch gebracht und haben dadurch oft noch gewonnen, weil sie alles getan haben, um diesen goldenen Adler zu beschützen. Also wirklich alles. Under pressure, ja. Als die 14. Legion nach Hause zurückkehrte, wurde das Banner erneut aufgehängt. In all seinen blutbefleckten Ruhm rief es dem Volk den Mut und das Opfer aller Soldaten in Erinnerung, die im Namen Roms unter ihm kämpfen und starben.
Sehr schön. Und dann der König. Der Legende nach wurde die Schwerter, die Boudicca-Anführerin der Briten führt, aus den Überresten des Schwerts eines heiligen Königs geschmiedet. Seit jenen Tagen wurde die Schwerter von Generation zu Generation, von Vater zu Sohn weitergebracht, bis jetzt. An ihren Hochzeitstag verdiente sich Boudicca das Recht, diese heiligen Schwerter zu tragen. Mit ihnen streckte sie ihren Gemahl nieder, stimmt nicht, und erhob sich dann zur rechten Hand ihres Vaters, König Oswald. Nein. Wie naiv diese Briten mit ihren Mythen und Legenden sind. glauben sie wirklich, uns mit diesen Geschichten in Furcht zu versetzen, gar in die Flucht schlagen zu können? Es bedarf mehr als eines widrigen Weibs mit zwei Schwertern, um uns zu besiegen. Das ist der zweite oder der dritte Aussatz, ist so typisch römisch. Die waren also Mythen und Legenden, die hatten auch selbst tausende Mythen und Legenden. Und das mit den frigiden Vibes, das war halt die Anschauung von den Römern zu den Frauen. Also einfach, quasi wie im 18. Jahrhundert von uns, so ungefähr, die Frau gehört nach Hause zu den Kindern. Und das war halt, deswegen konnten sie nicht akzeptieren, dass Boudicca als Königin in der Provinz wie heißt die Hauptstadt der Elkina? Als ihr Mann starb, also der König, wurde sie ja, was ist das? Soll ich das schieben oder was? Vielleicht da hinten hin? Oder so. Das geht natürlich auch. Das erzähle ich dann später weiter. Das ist jetzt die Frage, auf wen soll ich am besten werfen? Ich habe nur eine Pila. Oder ein Pilum. Pila ist ja Mehrzahl. Naja, okay. Ich würde sagen, ich werfe zuerst den da. Das ist gut, dass der jetzt... Danke, dass du runterkommst. Sonst wärst du für mich stressig gewesen. So. Haben sie ja bei Cleopatra auch gemacht. So eine mächtige, intelligente Frau, die mega viel gemacht hat. Und wir kennen sie nur als schöne Frau. Mehr konnte sie offensichtlich an mich. Danke, Rom. Das Interessante bei Kleopatra war auch, dass das war ja zu Zeiten der Spaltung von Rom in Ost und West. Also Rom hat sich sau viele Male gespalten, auch einmal in vier Teile. Aber als es große Ost und West gab, war die Kleopatra mit den Octavius, glaube ich, hieß der. Weiß ich nicht mehr ganz genau, verbündet. Und der hat sie in den Generalstab geholt. Und das war für die ganzen Offiziere mehr oder weniger ein No-Go, weil die auch es gewagt hat zu reden. Und sie hatte sehr gute Strategien. Und der Octavius hat sehr oft auf sie gehört. Und was machen die Römer, wenn sie beleidigt werden? Sie gehen zum Gegner über. Und das war, also der Octavius, also Ost und West haben sich ja bekriegt
Und bei der letzten Schlacht, das war eine Seeschlacht, hatte die Cleopatra eben eine gute Strategie. Das wollte der Octavius eben auch machen, also die Strategie von der Cleopatra. Und einer seiner Offiziere ist dann zum Gegner übergelaufen und hat die Strategie weiterverraten. Und dann, ja, hat Cleopatra und Octavius verloren. Naja. Wieso jetzt plötzlich Octavius? Jetzt töte ich schon! Und dann erledigen wir deine Mission da unten! Habe ich gerade. Ich dachte, es war Octavius. Was habe ich denn gerade anders gesagt? Oder anderen Namen? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war, aber ich glaube. Octavius. Ja. Hi. Praktisch, dass es explodiert. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Meine Schuld. Irgendwas mit Haus. Und um. Mit H. Octavius vielleicht. Runter. Octavian, ja. Genau, Octavian. Der Weg ist frei. Vorrücken. Ich konnte hier nicht aufweichen. Bleib zusammen! Der Haar des Karrensteiner! Daneben, römischer Sack! Römischer Sack? Das habe ich genau gehört. Noch so. Ein Aufzug. Noch ein Aufzug. Ah, oh, der redet so Gas. Ambush!
The Emperor and Commodus have made enemies. So many enemies.